Bin ich selber verrückt oder ist die Gesellschaft um mich herum verrückt? Wenn ich die Nachrichten anschaue, dann habe ich allzu oft den Eindruck, das hat mit meiner Realität nichts zu tun. Und ich freue mich riesig, dass ich heute mit jemand sprechen kann, der mir früher suspekt war, sage ich ganz ehrlich, am Schluss erkläre ich das auch noch ausführlicher, und der mir dann aber geholfen hat, wirklich sehr geholfen hat, vieles zu verstehen, was in diesem Lande passiert, und der heute für mich ein Leuchtturm der Vernunft ist in einem Sturm des ideologischen Irrsinns. Und genau darüber möchte ich heute sprechen mit niemand anderem als Thilo Sarrazin. Guten Tag, Herr Sarrazin. Guten Tag, Herr Reitschuster. Ihr neues Buch, das ich verschlungen habe, weil es hat schon etwas von Medizin fast. Ich würde sagen, es ist Medizin gegen den Alltagswahnsinn, weil man sich bei jeder Seite, bei jedem Satz sozusagen versichert, nein, ich bin nicht derjenige, der verrückt ist. Dieses Buch heißt Der Verstand und seine Feinde. Und die Vernunft und ihre Feinde. Sie sehen, das Thema ist so emotional, dass ich schon den Titel nicht mehr richtig aussprechen kann, aber das ist auch etwas, was mich bewegt. Und ich war ja lange in Russland und habe dort die Konsequenzen des Sozialismus erlebt, und ich habe den Eindruck, bei uns sind Lenins geistige Großneffen an der Macht, die glauben, sie sind im Besitz der Wahrheit, die glauben, sie können die Gesellschaft gestalten wie in einem Bausatz, und die Realität für nachrangig halten. Sind Sie einverstanden mit so einer Kurzdiagnose? Ja, mein Buch heißt ja dein Untertitel Irrtümer und Illusionen ideologischen Denkens. Und das stellt die Frage, was ist ideologisches Denken? Ideologisches Denken ist, wenn ich mich nicht für die Wirklichkeit als solche interessiere, so wie sie ist, sondern wenn ich eine bestimmte ideologische Brille aufsetze und dann aus einem engen, möglicherweise berechtigten, aber einseitigen der Blickwinkel die ganze Welt betrachte und versuche, mir sie zu erklären. Diese Brille kann marxistisch sein, sie kann christlich fundamentalistisch sein, sie kann rechtsnational sein. Also ideologisches Denken, also das heißt ein Denken aus einer ganz engen Perspektive, welches die ganze Welt nur in dieser Ideologie sieht, ist ja nicht links und rechts. Es kann überall auftreten. Und letztlich, da vernachlässigt ideologisches Denken das, was uns als Westen wohlhabend und fortschrittlich gemacht hat, nämlich das evidenzbasierte Denken. Die Aufklärung war ja die geistige Entwicklung, wo man sagte, wir glauben erstmal gar nichts, sondern wir schauen uns die Dinge genau an, wie sie sich in Wirklichkeit zusammensetzen. Und wenn man sich die Wirklichkeit genau anschaute, in den Gesellschaftswissenschaften, in den Naturwissenschaften, dann wurden eben viele beliebte Themen, wie dass sich die Erde um die Sonne dreht, dass die Welt dann nur 5000 Jahre alt ist, viele der religiöse Wahnvorstellungen, all das wurde letztlich zerlegt und hinterfragt. Damit sind auch viele Gewissheiten geschwunden gleichzeitig, aber gab es einen wirklichen der Erkenntnisfortschritt, der dann wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Fortschritt ermöglichte. Aber es gab eben auch von Anfang an starke Gegenbewegungen, weil nämlich die meisten Menschen doch irgendwo daran hängen, dass sie eine einfache Welterklärungsformel haben, die ihnen das Gefühl gibt, am richtigen Ort zu stehen und ihnen tieferes Nachdenken erspart. Und das sind die Vernunft und ihre Feinde. Und mal sind diese Feinde der Vernunft da stärker unterwegs und mal weniger stark unterwegs.
Ich habe den Eindruck, dass inzwischen Sie völlig die Lufthoheit haben über die Diskussion. Ich nenne Ihnen nur ein Beispiel, wo ich daran verzweifle, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe das auch in der Bundespressekonferenz angesprochen und natürlich keine Antworten bekommen. Ich kann zum Beispiel nicht verstehen, warum es nicht möglich ist, dass man Straftäter nach Afghanistan abschiebt. Da heißt es dann, das ist nicht zumutbar, während gleichzeitig, ich glaube, es sind 40 Millionen Afghanen, davon sind die Hälfte Frauen, darunter sind Kranke, darunter sind Kinder, darunter sind Senioren. Also für die ist es zumutbar, in Afghanistan zu leben, aber einen Straftäter abzuschieben ist nicht zumutbar. Ich habe da von der Regierung Fragen erbeten, ich habe keine bekommen. Ich weiß, meine Kollegen sind da völlig viele wie mit einem Brett vor dem Kopf. Ich kann mir solche Dinge, und ich könnte jetzt ganz, ganz viele aufzählen, die kann ich mir rational einfach nicht erklären. Vielleicht irre ich mich auch gewaltig, dass ich da einen Widerspruch sehe. Ja, das ist, wenn man sich mit solchen Dingen auseinandersetzt, muss man die dahinterstehende Ideologie sehen. Ich bin ein Freund der Menschenrechte, die sollten überall verwirklicht werden. Ich meine allerdings nicht, dass es unsere Aufgabe ist, dass wir in unserem Land von 80 Millionen gegebenenfalls die Menschenrechte für 8,5 Milliarden Menschen auf der Welt verwirklichen. Das ist nicht machbar, sondern wir müssen dafür sorgen, dass wir müssen es unterstützen, wenn in anderen Ländern menschenrechtliche Vorgaben eingehalten werden. Und hier gibt es einfach letztlich oft auch aus sehr ehrenwerten Motiven, aus der christlichen Barmherzigkeit, aus dem Gefühl, dass es uns gut geht, gibt es dann Entscheidungen, die uns als Gesellschaft langfristig schaden und auch den betroffenen Menschen nicht wirklich helfen. Bleiben wir bei Afghanistan. Dann, wenn alle jungen, starken Männer, die es dann nach Europa geschafft haben, wenn die alle in Afghanistan geblieben wären und sich gegen die Taliban dazu gesetzt hätten, sähe es möglicherweise in dem Land besser aus. Das heißt, wir müssen die Menschen auch eben darauf verweisen, dass sie in den Gesellschaften, in die sie hineingeboren wurden, halt eben das Beste verwirklichen. Die Vernunft und ihre Feinde geht aber noch tiefer, nämlich wenn ich eine bestimmte Ideologie habe, dann führt die immer zu einem verzerrten Weltbild. Wer zum Beispiel ein richtiger Marxist ist, sieht überall nur die Ausbeutung des Menschen durch das Kapital. Das ist ein Menschen, der in den USA in den 50er Jahren ausgebeutet wurde durch das Kapital, weitaus besser ging als jemandem, der in der Sowjetunion auf einer Kolchose arbeitete. Das ist dabei ausgeblendet worden. Und jetzt sehen wir jetzt ganz viele Analysen bei uns. Letztlich sind ja die Geisteswissenschaften nach wie vor stark marxistisch geprägt und alles wird auf den Spätkapitalismus zurückgeführt, was natürlich mit dem Kapitalismus überhaupt nichts zu tun hat. Höchstens in dem Sinne, dass der Kapitalismus die Ressourcen schafft, dass wir uns so viele Geisteswissenschaftler an den Universitäten leisten können. Und es gibt aber auch andere Ideologien. Wer zum Beispiel jetzt als in der Wolle gefärbter Reichsbürger jetzt glaubt, er müsse wieder zum Deutschen Reich von 1914 zurück und jetzt schon nach einem Monarchen sucht, hat er nicht nur eine der Schraube locker, sondern er hat auch dann keinen angemessenen Blick auf die Wirklichkeit. Auch diejenigen, die glauben, die gewissen völkischen Ideologien nachhängen und meinen, dass der Umstand, dass man mit einer bestimmten ethnischen Herkunft geboren ist, in irgendeiner Weise adelt oder auch verdammt, das ist natürlich alles absoluter Unfug. Das heißt, man muss sehen, dass ideologisches Denken als
für solches gefährlich ist. Und es ist eine Mode, eine Frage der Mode und der historischen Zufälligkeiten, welche Richtungen ideologischen Denkens gerade mal irgendwo die Herrschaft haben. Auch der Antisemitismus war ja auch ideologisches Denken. Und er hat ja nun wahrhaftig gerade in Europa auch dann sehr verderbliche Folgen gehabt unter den Nazis. Also man muss den Begriff des ideologischen Denkens weit ausdehnen, dass nach meiner Sicht die aktuellen Gefährdungen in Deutschland und in Europa mehr aus der linken als aus der rechten Ecke kommen. Das sage ich hier gerne dazu. Ich habe da in gewisser Weise mein Urvertrauen verloren, weil ich war überzeugt, dass wir Deutsche unsere Lektion aus der Geschichte gelernt haben. Und inzwischen zweifle ich daran, weil ich nenne es ein bisschen anders, aber das, was Sie ideologisches Denken nennen, das war das, was uns in der Geschichte immer wieder in die Bredouille gebracht hat. Einmal ganz besonders, aber auch andere Male. Und jetzt sehe ich, dass wir genau dieses ideologische Denken nur in anderem Gewand wieder haben und dass diejenigen, die das betreiben, eigentlich auf die gleichen Mistgabeln der Geschichte treten wie ihre Großväter, nur dass sie andere Kleidung anhaben diesmal und das anders nennen. Ich hatte da selber ein Erlebnis, ich war in Saarbrücken, bin spät nachts heim, habe eine Saarbrückerin getroffen, die mir erzählte, dass sie sich nicht mehr sicher fühlt in ihrer Umgebung, seit da eine Freundin vergewaltigt wurde und seit da ein Flüchtlingsheim ist und da sind jetzt oft so seltsame Typen in der Nacht da und sie sagt dann sofort, aber ich bin keine Ausländerfeindin, mein Mann ist Ausländer und ich habe nur das auf Facebook beschrieben vor einigen Jahren und ich habe einen massiven Shitstorm bekommen. Ich wurde von Leuten, die ich bis dahin für virtuelle Freunde gehalten habe, als Fäkalie visuell dargestellt und das war für mich ein Moment, wo ich sagte, hoppla, da ist doch irgendetwas, stimmt doch da nicht in dieser Gesellschaft, diese Beobachtungen dieser Frau, die muss man doch zumindest mal ernst nehmen, aber es war eine Reaktion, die in meinen Augen mittelalterlich ist, vor Aufklärungsreaktion, also die Reaktion, das ist Ketzerei. Das ja, man hat sich nicht dafür interessiert, ob das, was Sie sagen, wahr ist oder nicht, sondern man hat sich nur dafür interessiert, ob das, was Sie sagen, ein als falsch angesehenes der politisches nach der Narrativ bedienen könnte. Das heißt, man guckt, welches Narrativ wird bedient und wenn das Narrativ falsch ist, dann werden die damit verbundenen Tatsachen gerne unterdrückt. So, und deshalb jede Ideologie hat ihr eigenes typisches Narrativ und dann wird all das, was nicht in dieses ideologische Narrativ passt, wird eben verketzert und wird im religiösen Sinne praktisch als sündig bezeichnet. Zum Beispiel, da sie vom Saarland reden, das Saarland war also sehr katholisch und natürlich vor 100, 150 Jahren, wenn ein Mädchen dann ein uneheliches Kind hatte, war sie eine Sünderin und war gesellschaftlich erledigt und ihre Familie war es gleich mit. Und letztlich hat man nicht die Tatsachen gesehen und man hat nicht den Menschen gesehen, sondern man hat ein bestimmtes sexualfeindliches, religiös motiviertes Narrativ bedient. Und das ist heute auch das kann auf ganz unterschiedlichen Gebieten der Fall sein. Und deshalb muss man immer sehr genau hinschauen, muss sich dann aber auch dann selbst der Disziplin unterwerfen, genau auf die Wirklichkeit zu gucken. Zum Beispiel, um jetzt bei Ihrem Fall zu bleiben. Ich habe das ja auch anhand der polizeilichen Kriminalitätsstatistik untersucht. Daraus kann man ableiten, dass die Fluchtmigranten, die seit dem Jahr 2005 zu uns kamen, natürlich überdurchschnittlich an der Gewaltkriminalität da in Deutschland beteiligt sind. Und auch wenn man das vom unterschiedlichen Alter abstrahiert, da
dann ist die sogenannte altersbereinigte Gewaltkriminalität, insbesondere die altersbereinigte Mordrate, unter dieser Gruppe dreimal so hoch wie in der sonstigen Bevölkerung in Deutschland. Auch dann die übrigen Ausländer mit eingeschlossen. Das sind einfach Tatsachen. Und diesen Tatsachen möchte man nicht ins Auge schauen. Und damit ist natürlich, wenn jetzt meinetwegen durch ein Flüchtlingsheim auf dem Land, im Saarland, die Zahl junger Männer, die jetzt keinen Zugang dazu Frauen haben, sich dann plötzlich dann verzehnfacht, ist es natürlich ein Faktor objektiver Gefahr für die Mädchen und Frauen in dieser Region. Das ist jetzt gar nicht mal den jungen Männern vorzuwerfen, das ist eine soziologische Tatsache. Da muss man fragen, wie gehe ich mit dieser soziologischen Tatsache um? Man sieht es ja auch an der Zahl der Messerangriffe, die es also überall gibt in Deutschland, in Zügen, auf Märkten und sonst was. Eine Straftat, die bis vor 7, 8 Jahren mehr oder weniger unbekannt war und Ähnliches. Aber wie gesagt, das Problem ist natürlich jetzt für Sie und mich, die wir vernünftige Menschen sein wollen und die Welt sehen wollen, wie sie sind, wir werden auch nicht gern dann in die Ecke von der Rechtsradikalen nach der Schreiern gestellt, was natürlich mit uns prompt geschieht. Aber da gehören wir nicht hin. Und jetzt ist die Frage, wie geht man damit persönlich um? Auch für mich stellt sich diese Frage immer, wie sie Ihnen steht. Und meine Antwort ist, man muss die Dinge in der Sache ansprechen. Man muss sie wirklich, man muss ihnen sachlich auf den Grund gehen. Man muss sie ohne die überflüssige Polemik ansprechen und man darf sich den Mund nicht verbieten lassen, darf sich auch das Denken nicht verbieten lassen, denn wir alle leben ja gerne auch in einer inneren Gemeinschaft mit unserer Umwelt und darum haben ganz viele Menschen oder eigentlich die meisten Menschen einen eingebauten Zensurapparat, der bei allen Themen, wo sie das Gefühl haben, dass sie jetzt nicht so gefragt sind in dem Umfeld, wo sie sind, halten sie lieber den Mund. Oder schließen sich vorbeugend gleich der Mehrheitsmeinung an. Und wenn das der Fall ist, dann können eben ganze Themen auch dann mehr oder weniger ausgeblendet werden aus der Gesellschaft. Und das beobachten wir ja auch. Man kommt sich vor wie in einem gigantischen Ash-Experiment. Das Ash-Experiment, ja. Ganz kurz, ich kannte es früher auch nicht. Das sind einfach 4 oder 5 Leute in einem Raum. Dann kommt ein neuer rein. Die 4 oder 5 Leute sind aber alle Schauspieler und jetzt ganz vereinfacht ausgedrückt. Die alle sagen hier, der Strich A ist länger als der Strich B, obwohl jeder sieht, dass es umgekehrt ist. Und dieser Fünfte, der als einziger kein Schauspieler ist, der nicht weiß, dass die alle explizit lügen, der sagt dann selber auch das Falsche, weil er Angst hat, gegen die Mehrheitsmeinung zu sein. Und ich glaube, genau das erleben wir bei vielen Themen im Moment, oder? Es geht sogar noch weiter, dieses nach der Ash-Experiment ist ja in der vielfältigen Form wiederholt worden mit einem Punkt an der dunklen Wand, der also scheinbar tanzt und so weiter. Und Menschen, die sich dann einer vermuteten Mehrheitsmeinung gefügt haben, bleiben dann bei dieser Meinung, jetzt bei diesem Ash-Experiment behauptet dieser Mensch dann wirklich, nein, dieser Strich ist länger, weil er das wirklich glaubt. Und insoweit nehmen die Menschen auch von sozial vermittelten Irrtümern nur ungern Abschied, wenn sie damit vor sich selber zugeben, dass sie Unrecht hatten. Das ist auch so ein Problem. Das ist ja dann wirklich fatal. Also da können wir die Themen dann aufzählen. Und das, denke ich, sehen wir jetzt auch bei Berlin, die Reaktionen gerade von den rot-grünen Freunden. Wir sind ja beide ehemalige Sozialdemokraten. Also es tut mir immer im Herzen weh, wenn ich das so sagen muss. Aber da erleben wir ja genau das, dass man einfach weitermacht, obwohl es ja immer offensichtlicher wird, dass es falsch war. Ja, aber natürlich ist es so, wenn man sich mit einer bestimmten Idee emotional verheiratet hat, kommt man von ihr nicht los. Wenn Sie das Buch lesen von Köstler, Arthur Köstler, Sonnenfinsternis,
Der hat ja in dem Buch da seine Wandlung beschrieben von einem überzeugten kommunistischen Funktionär in den 20er, 30er Jahren in Deutschland und der Sowjetunion zu einem, der das System durchschaute. Und der hat auch geschildert, welche kolossalen Schwierigkeiten ihm das machte und welche kolossalen Schwierigkeiten das all denen machte, die von einer liebgewordenen Ideologie Abschied nehmen müssen. Denn eine Ideologie ist ja ein überschaubarer Raum. Man kennt die Wahrheit und man hat sich in der vermuteten Wahrheit oder gefühlten Wahrheit gut eingerichtet. Und man möchte dann diese geistige Wärmestube eben auch nur ungern verlassen. Und deshalb hängen Menschen so sehr auch an Ideologien, die längst als falsch erkannt waren. Das also der kommunistische Experiment in Russland war spätestens um das Jahr 30, 31 mit der großen Hungersnot in der Ukraine gescheitert. Es ging dann aber immer noch 50 Jahre weiter. Dann hoffen wir mal, dass unser rot-grünes Experiment nicht so lange weitergeht. Ja, wir haben ja das Glück, im Unterschied dazu Stalins Herrschaft in der Sowjetunion, können wir immer noch unsere Regierung bei Bedarf abwählen, möge es so bleiben. Und das ist natürlich extrem bequem, ja, wenn man sich sagt, ich bin der Gute, wir retten die Welt, ich dann auch, ich rette das Weltklima und ich nehme jeden auf. Man richtet sich da ja moralisch sehr bequem ein. Also es hat ja fast etwas von einem religiösen Zug. Also ich muss des richtigen Glaubens sein, dann bekomme ich die Erlösung. Und umgekehrt, das habe ich gerade bei Markus Beck, ein Wirtschaftswissenschaftler, habe ich das gelesen, auch hochinteressant. Der sagte auch, die ganze Klimadebatte hat ja was von finsteren Zeiten der Religion, als man immer mit Weltuntergang drohte und dann selber sozusagen die Erlösung angeboten hat. Wenn du dich jetzt aber so verhältst, wie ich dir das sage, dann rette ich dich vor diesem Weltuntergang. Völlig richtig, dass wir haben gewaltige Übertreibungen in der gesamten Klimadiskussion. Das ist aber auch dann der Punkt, wo ich dann persönlich vorsichtig bin. Ich bin zwar ein guter Statistiker und ich glaube auch ein recht guter Ökonom und verstehe allgemeinpolitische Zusammenhänge, aber ich bin kein der Klimaforscher und letztlich würde ich es nie auf mich nehmen zu sagen, dass jetzt der ICC, ja, dass die nun den künftigen Klimaanstieg falsch berechnet haben oder ähnliches. Das würde ich nicht tun. Andererseits weiß ich genau, wir mit unseren knapp 2% Anteil am weltweiten CO2-Ausstoß können das Klima bestimmt nicht retten, schon gar nicht, wenn wir sämtliche Kernkraftwerke abschalten. Das ist dann auch wiederum klar. Aber dass jetzt Menschen bei uns in Deutschland auf diesem Punkt jetzt sich so kaprizieren, als ob praktisch die Zukunft der Welt daran hängt, ob man in deutschen Wäldern jetzt 3 Windräder mehr oder weniger aufstellt, das ist ja in gewissem Sinne auch schon verrückt und albern. Und ganz interessant ist auch eine andere Rechnung, die ich am Ende meines neuen Buches angestellt habe. Im Jahre 1945 hatte die Welt in der Summe 2,5 Milliarden Einwohner. Deutschland war mit 70 Millionen Einwohnern ebenso groß wie jetzt. Deutschland hat seine 70 Millionen Einwohner behalten. Wäre die übrige Welt bei, also 2,5 Milliarden stehen geblieben, könnten heute alle den Deutschen der CO2-Ausstoß haben, alle 2,5 Milliarden und es gäbe kein Klimaproblem. Das eigentliche Problem ist also nicht das der Klima, sondern ist das ungezügelte Bevölkerungswachstum in der Welt, was dazu geführt hat, dass wir jetzt statt 2,5 Milliarden im Augenblick 8,5 Milliarden und demnächst 10 Milliarden Menschen haben. Das ist natürlich dann für das Klima unter diesen Bedingungen zu viel. Aber es ist nicht unser Lebensstil, sondern es ist der Umstand, dass die Zahl der Menschen
außerhalb Europas der so stark gewachsen ist, die das eigentliche Problem verursacht hat. Ich bin nun auch kein Klimawissenschaftler, aber ich finde, man muss doch wie alles auch die Daten des ICC anzweifeln und dass da jede Kritik verboten wird, dass man das sozusagen als Ketzerei bezeichnet. Die Wissenschaft besteht ja immer aus Irrtum. Es gibt keine Wissenschaft ohne Irrtum. Vor 30 Jahren hat man gesagt, es gibt eine allgemeine Kühl-Kaltphase und von daher, dass die Diskussion unterbunden wird, das ist doch fatal. Ja, vor allem ist es so, wenn man sich die Unterlagen der internationalen Klimaforscher anschaut, die sind ja wesentlich differenzierter. Da gibt es so eine Meinung und so eine Meinung. Es gibt Bandbreiten, es gibt Wahrscheinlichkeiten, es gibt Einschätzungen. Am Ende wird alles immer mehr verdichtet. Und dann, wenn es verdichtet wird, dann beginnt die Ideologisierung. Natürlich weiß jeder, wenn die Berechnungen stimmen, dass dann an einer Erderwärmung von 1,5 Grad gegenüber der Referenzperiode vor 60, 70 Jahren führt kein Weg mehr vorbei. Wahrscheinlich gehen wir zu auf 2 Grad. Das heißt, dieser Kampf ist ja verloren. Und jetzt müsste man sich darauf konzentrieren, was bedeutet das denn? Was können wir denn tun? Wir müssen Besseres tun für die Wasserbevorratung. Wir müssen da die Deiche an der Nordsee erhöhen. Wir müssen überlegen, wie wir die Städte besser begrünen. Wir sollten überlegen, ob wir nicht in Altenheimen Klimaanlagen installieren. Das sind die Themen, um die es auch geht. Aber das wird alles vernachlässigt, weil man einem letztlich der utopisch gewordenen Ziel nachrennt, was überhaupt gar nicht machbar ist. Denn im Augenblick werden in der Welt hunderte neuer der Kohlekraftwerke gebaut. Die Kohleverstromung ist auf einem Niveau wie da nie zuvor. Und letztlich, wir können daran gar nichts ändern. Und dass wir letztlich uns ein Ziel vornehmen, was jenseits unserer Zuständigkeiten und jenseits der Kräfte ist und allenfalls dazu einen Beitrag leisten kann, dass wir die deutsche Industrie gefährden, von der unser Wohlstand abhängt, das ist eben auch in dieser extremen Form Ausfluss ideologischen Denkens. Insofern bin ich froh, dass wir gegenwärtig einen der grünen Wirtschaftsminister haben. Und ich hoffe, dass er da so lange Wirtschaftsminister bleibt, bis er mit den Folgen seiner eigenen Irrtümer und ideologischen Verengungen konfrontiert wird. Da haben Sie mir jetzt fast schon meine nächste Frage vorweggenommen, Herr Sarrazin, weil diese Frage ist, also mein Herz sagt immer noch, das hofft, dass diese Periode, und ich denke, da sind wir uns ja einig, es ist eine ideologiedominierte Phase, die etwas Religionsartiges hat, fatalistisch religiös, um Gottes Willen, ich will keine Religionen beleidigen. Und mein Herz hofft, das geht von allein vorbei, mein Verstand sagt, das muss erst leider sehr schlecht werden, bevor es wieder zu einem Umdenken, zu einer Katharsis kommen kann. Wer hat recht, mein Herz oder mein Verstand? Ihr Verstand hat recht. Letztlich muss man auch wissen, was man tun kann, was man nicht kann. Wenn man am Meer steht, kennt man das Phänomen von Ebbe und Flut. Ja, wenn man jetzt am falschen Zeitpunkt steht und es kommt die Flut, hat man ein Problem, falls man mitten im Wattenmeer ist. Man sei besser nicht da. So, das heißt, man muss den Rhythmus der Entwicklung sehen und muss mit dem Rhythmus atmen und muss natürlich auch immer wissen, dass letztlich jede Zeit ihre besonderen Irrtümer hat und jede Zeit auch immer wieder neue Irrtümer produziert. Insofern kann man nur hoffen, dass die Irrtümer, die wir beide jetzt im Wesentlichen gemeinsam analysiert haben, letztlich so weit in der Öffentlichkeit verbreitet werden, dass eben der Wechsel in den Irrtümern, es kommen eben andere Irrtümer, letztlich sich möglichst bald vollzieht. Das müssen wir hoffen. Wir müssen allmählich schon zum Schluss kommen. Wir
sind ja beide alte Sozialdemokraten. Bei mir war es der Urgroßvater schon und wir haben uns in der Sozialdemokratie, denke ich, beide zu seiner Zeit sehr wohlgefühlt und ich denke, wir hatten eine freiheitlich-demokratische Grundordnung, die ich sehr schätzte, die auch sehr liberal war auf ihre Art. Auch als es noch sehr konservativ war, fühlte ich mich als Juso jetzt nicht massiv diskriminiert, muss ich sagen. Und wann ist das Ganze gekippt? Wie ist es gekippt? Wann und warum? Ja, letztlich ging das also früh los. Es war praktisch der Sozialdemokratie in die Wiege gelegt. Es waren die Debatten zwischen Kautsky und Bernstein vor dem Ersten Weltkrieg. Es war die Abspaltung der USPD von der SPD. Es war die Gründung der KPD. Und es ging dann so weiter und letztlich wurde das dann in der SPD Westdeutschlands durch den Antikommunismus, durch den Kampf gegen die Sowjetunion teilweise überlagert, weil ja also der Kurt Schumacher und Willy Brandt auch beide national dachten. Aber im Nachhinein sieht man, dass das marxistische Element in der SPD immer lebendig war. Und ab Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre zunehmend auch an Kraft gewann. Darüber stürzte letztlich Helmut Schmidt, weil er für seine Sicherheitspolitik keine Mehrheit fand, weil er aber auch nicht für die nötigen Einsparungen im Sozialstaat eine Mehrheit fand. Das führte dann zu 16 Jahren Helmut Kohl, Gerhard Schröder, Zyniker, der er war, aber auch Machtpragmatiker, erkannte, was notwendig war, führte die Hartz-IV-Reformen ein, ist dann letztlich auch über die fehlende Unterstützung seiner Partei gestürzt. Und mittlerweile haben wir letztlich da, wo die SPD nicht aus Marxisten besteht, doch solch einen anpassungsfähigen Opportunismus, dass ein Mann wie der Olaf Scholz letztlich dann auch die Leute gewähren lässt. So, und das hat sich tief in die SPD eingefressen und führt dazu, dass sie auf vielen Gebieten gar nicht in der Lage ist, klar zu denken. Zum Beispiel die gesamten Fehlentwicklungen in der Außenpolitik wurden ja vom Außenminister Steinmeier, vom Fraktionsvorsitzenden Steinmeier, vom Bundespräsidenten Steinmeier, vom Parteivorsitzenden Gabriel und so weiter aktiv und begeistert begleitet. Also praktisch die Ideologie des Friedensschaffens ohne Waffen oder der pazifistische Ungeist, wenn nur ich friedlich gesonnen bin, zwinge ich alle anderen auch friedlich zu sein, der einfach der Lebenswirklichkeit widerspricht, hat eben dazu geführt, dass sich die SPD komfortabel in ihren Irrtümern eingerichtet hat. Sie ist jetzt durch Putins Einmarsch in die Ukraine letztlich auf dem außenpolitischen Gebiet unsanft in die Wirklichkeit hat er zurückgerufen worden und hat damit auch noch Schwierigkeiten. Aber auf anderen Gebieten geht das eben weiter. Das Ganze jetzt die sogenannte Bürgergeldreform, so gut gemeint sie ist, beruht doch im Kern auf einem illusionären Menschenbild. Wir alle brauchen, damit wir funktionieren, einen gewissen Druck. Sie müssen hier auch leben mit dem Umfeld, das sie sich jetzt erschaffen haben. Dieses Interview muss klappen. Es sollte auch ein Erfolg werden, sonst ist es auch nicht gut für Boris Reitschuster und so weiter. Insofern haben wir alle Druck und müssen mit dem Druck umgehen. Und Menschen am unteren Rand der Gesellschaft brauchen auch Druck, wenn sie funktionieren sollen. Und wenn sie vielleicht nicht so ehrgeizig sind oder nicht so gut ausgebildet sind, brauchen sie eben eine andere Art von Druck. Und dass praktisch die SPD
der gelebte soziale Wirklichkeit zugunsten eines illusionären Menschenbildes ausklammert, das ist für mich sehr, sehr problematisch und das ist auch für Deutschland schädlich. Jetzt haben wir analysiert, warum es in der SPD gekippt ist. Warum ist es gesamtgesellschaftlich gekippt? Weil in der Gesamtgesellschaft der utopische, also linksliberal-marxistisch geprägte Erzählung eben dominiert. Und das ist etwas, wo man immer wieder da die Dinge richtigstellen muss. Ist es aber die Tatsache, dass dieses Denken dominiert. Und wenn man sich anschaut, wie das Denken in Deutschland, in Europa da geprägt wurde durch die geistigen Strömungen, die aus den USA zu uns kommen, dann sehen wir auch, das ist also kein Problem Deutschlands, auch wenn wir uns jetzt über deutsche Probleme unterhalten haben. Das ist ein Problem des Westens insgesamt. Dann die allerletzte Frage, weil sonst werde ich Sie stundenlang noch hier befragen, weil es zu interessant ist. Ich setze mir selber die Grenze. Die allerletzte Frage, Ihre Prognose, wie geht das weiter? Was kann man dagegen tun? Wie lange geht es weiter? Ja, also immerhin haben wir jetzt eine Regierung, die sich darauf was zugute tut, dass sie der Flüssiggas einführt, was unter viel umweltunfreundlicheren Umständen da gewonnen und transportiert wird als das Röhrenerdgas. Wir haben eine linksgrüne Regierung, die auch noch das letzte, also Kohlekraftwerk, jetzt angefeuert hat. Wir haben eine Regierung, die dafür sorgen muss, dass die deutschen Autos fahren, dass wir genügend Strom haben, die aber letztlich daran scheitern wird, die geplante Wende zu alternativen Energien rechtzeitig auch im notwendigen Umfang einzuleiten. Das wird ein interessantes Experiment. Kürzlich las ich eine Rechnung, dass um die 10 Gigawatt, die ja also zugebaut werden sollen an Windenergie jedes Jahr in Deutschland, um überhaupt nur für die Fundamente der Windräder, die man dann bauen müsste, jeden Tag während die 6 bis zum Jahr 2030, um genügend Beton für die Fundamente zu haben, müsste man 20% der gesamten deutschen Zementproduktion jetzt künftig nur einsetzen für die Fundamente von Windrädern. Was dann geschehen soll mit dem deutschen Wohnungsbau, mit anderen Baumaßnahmen, das ist die Frage. Das heißt, wir sind im Augenblick in einem perfekt utopischen Programm und können jetzt stufenweise sehen, welche neuen Rechtfertigungen die Regierung findet, wenn sie in diesem Programm Jahr für Jahr ihre Ziele untererfüllt. Im Jahr 2020 haben wir, glaube ich, an Windenergie 2 bis 3 Gigawatt zugebaut. Wir sind weit weg von den 10 Gigawatt. Aber selbst wenn wir die bis zum Jahr 2030 hätten, haben wir immer noch keine Antwort, was denn bei uns passiert, wenn mal der Wind nicht bläst und wenn gleichzeitig nicht die Sonne scheint. Das Problem haben wir weder geistig noch institutionell noch technisch gelöst. Das heißt, es sind hier interessante und ganz wichtige Aufgaben, an denen eine Regierung für alle sichtbar auf relativ kurzfristige Sicht scheitern kann. Und da wollen wir mal sehen, wie dies dann mit FDP, SPD und Grünen weiter zusammenläuft. Also es wird spannend, diese Ansicht teile ich. Dann zum Schluss erzähle ich noch, wie versprochen, wie ich zum
vom Saulus zum Paulus wurde in Sachen Herr Sarrazin. Und zwar war das früher so, also im Journalistenkreis, ich weiß das, sobald ihr Name fiel, das war wie Gott sei bei uns, also wie der Name des Teufels. Und das könnte ja von Sarrazin stammen. Und dabei stellte sich aber heraus, dass nie jemand sie auch nur gelesen hat. Allein der Gedanke, sie zu lesen, das war schon also schlimmste Ketzerei. Das hätte man auch nie zugeben können, weil wenn man gesagt hätte, man hat Sarrazin gelesen, dann wäre man aus dieser Gemeinschaft rausgefallen. Und ein Freund von mir, früherer russischer Vizepremierminister, der ist großer Fan von Ihnen und hat Ihr Buch ins Russische mit übersetzt und redigiert. Und der hat mir immer wieder etwas daraus erzählt und mich geschimpft, dass ich es nicht lese, weil ich sagte, ja, das ist aber Sarrazin. Und sagte, ja, nein, aber Sie müssen es lesen. Und irgendwann habe ich gesagt, na, jetzt schaust du mal wirklich rein. Und dann war das wirklich ein unglaublicher Aha-Effekt, weil ich einfach sah, wie dieses ganze Feindbild, wie diese ganze Fassade, wie die plötzlich zusammenbricht und wie das eben nicht fremdenfeindlich ist und wie das nicht rassistisch ist, sondern wie das einfach sehr vernünftig ist. Und seitdem sage ich immer, das erinnert mich an den Umgang der Sowjetunion mit Boris Pasternak, zu dessen Ehren ich benannt wurde und wo ich auch befreundet bin mit der Familie inzwischen, weil da sagte man immer, ich habe zwar Pasternak nicht gelesen, aber ich verurteile diesen Schund auf das Schärfste. Und genau das ist der Umgang mit Sarrazin in Deutschland. Ja, genau. Gut, das ist jetzt auch schon wieder 12 Jahre her. Mittlerweile sind die Medien, also es ist so, man ist jetzt dazu übergegangen, dass man, wenn man, da man mich nicht mehr beschimpfen kann, ist es in guten Kreisen allemal aber noch okay, wenn man mich möglichst nicht erwähnt. Das ist dann die einzige Lösung, aber das hilft auch nichts. Ich merke es ja immer an der Zahl der Menschen, die irgendwo zu mich kommen, auf mich zukommen, auf den Straßen, wenn ich in der U-Bahn sitze, wenn ich da durch Berlin gehe. Ich hatte jetzt einen Taxifahrer, ich fuhr in die Stadt mit dem Taxi, weil da, wo ich hinging, in Mitte, gibt's keine Parkplätze. Der junge Mann schwieg die ganze Zeit vor sich hin. Ich dachte, der mag mich nicht. Dann stieg ich aus in unter den Linden vor dem Café Einstein, sagte mir, also, und es war ein junger Mann, der war vielleicht 35 Jahre alt. Also ich muss Ihnen sagen, mit Deutschland schafft sich ab, haben Sie völlig recht gehabt. Also das war, damals war ja eher beim Erscheinen ja vielleicht mal gerade 20 gewesen, sonst irgendwas. Also es ist durch alle Bildungsschichten hindurch verbreitet und ob ich jetzt was geändert habe, das weiß ich nicht. Aber jedenfalls kann jetzt keiner sagen, dass er jetzt irgendwo überrascht ist oder dass er es nicht gewusst habe. Das ist Ihr Verdienst und allen, die dieses Gespräch interessant fanden und die es vertiefen möchten und auch allen anderen empfehle ich nochmal ganz dringend Ihr neues Buch, Die Vernunft und Ihre Feinde. Wirklich ein exzellentes Buch, wie das zum Beispiel mir auch wieder geholfen hat. Es ist fast auch sowas wie Psychotherapie, weil man einfach dann, man fängt ja an, am eigenen Verstand zu verzweifeln, wie in diesem Esch-Experiment, weil man sieht, es ist so, aber alle sagen das Gegenteil und von daher habe ich das verschlungen wieder, das Buch in meiner raren Zeit, weil es einfach vieles zurechtdrückt und von daher meinen Respekt. Das höre ich sehr gerne, Herr Reitschuster, das höre ich sehr gerne. Meinen Respekt und vor allem auch meine Dankbarkeit Ihnen gegenüber, also auch meine Seite und meine Arbeit, wenn ich damals dann nicht doch angefangen hätte, ganz ketzerisch Ihre Bücher zu lesen, weiß ich nicht, ob das so in dieser Form, wie es heute da ist, noch besteht. Vielleicht wäre ich im Mainstream geblieben, wer weiß das, aber... Ich glaube bei Ihnen nicht, aber... Immerhin, wenn es geholfen hat, freut es mich. Sie haben auf jeden Fall eine Rolle gespielt und dafür bedanke ich mich nochmal ganz herzlich. Vielen Dank, Herr Sarrazin, dass Sie da waren. Vielen Dank Ihnen, liebe Zuschauer, dass Sie da waren. Schauen Sie wieder rein, abonnieren Sie, machen Sie einen Klick auf die Glocke, schauen Sie auch mal in den Shop meiner Unterstützer, wo es diese ganzen schönen Textilien gibt und diejenigen, die es sich leisten können, da freue ich mich über etwas Unterstützung, weil wir keine GEZ-Gebühren bekommen, keine Steuergelder und alles sozusagen selber machen. Vielen herzlichen Dank und Ihnen nochmal ein ganz herzliches Dankeschön. Danke, Herr Reitschuster. Danke. Alles Tschüss. Gute. Auf Wiedersehen.